geht's mit unserem Let's Play mit. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Rivals. Und wir machen heute weiter mit der Cop-Karriere, würde ich sagen. Und wir sollen einen Interceptor auf Gold fahren und einen Hot Pursuit auf Gold fahren. Mit dem Dodge Charger. Gut. Naja, wie auch immer. So. Ja. Garage verlassen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich setze auf Gold. Das sollte hinten kein Problem sein. Da oben ist wieder einer unterwegs. Das ist aber schon mal selber ein Kopf. Das ist auch gut so. Und dann starten wir hier oben. Zwei Speedlists haben wir über den Wäldern abgearbeitet. Und jetzt also quasi mit dem Sprung und der letzten Speedlist. Also ich muss mal ein bisschen selber auf die Zeit gucken. Dass ich nicht so lange so zwischen 20 und 25 Minuten sollte eigentlich durchaus realistische Zeiten sein. Am Anfang geht es noch, ja, jetzt wird es ein bisschen was dauern. Aber wir sind ja gut an Bord. So, wie gesagt, Interceptor auf Gold, das soll man kriegen. Alle Einheiten. Und ich soll die Welt erfassen. Das Lustige ist, wir haben keine Sticks. Kollege, bleibst du mal stehen hier? Ah, geh doch in dem Moment nicht rüber. Ja, das wird schwierig werden, ihn auf Gold zu kriegen. Wenn ich ihn nicht jetzt schon direkt schuppe. Verschwinde mal von mir. An alle Einheit verfolgt Verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Gold. Das ging ja mal schnell da draußen, Officer. Zentrale Triebfahrzeug im Schlag. So, wie soll das ganze Ding auf dem Hot Pursuit fahren? Allerdings muss ich mal in die Werkstatt fahren jetzt. Und dann gehen wir rüber. Vor allem ist das Lustige, wir fahren die ohne. Beginne meine Patrouille entlang Sunset. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen oder was? Willst du mich da helfen? Ja, das ist ein Random. Okay. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten. So, wir sollen einen Hot Pursuit auf Gold fahren. Weil weg ist das Ding nicht. Sehr gut, wie wir jetzt doppelt und dreifach fahren. Es geht ja eigentlich rein um die Speedlist. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Controller bei 1041 auf Sunset Tunnel identifiziert. So, wie gesagt, ein Hot Pursuit müssen wir noch fahren. Vorne ist es ein Bentley. Auf dem Kontinent. Ach, hier ist der Interceptor. Alle Einheiten, Achtung, verhafte den Racer. Ach, scheiße, ich wollte nicht Interceptor, ich wollte einen Hot Pursuit machen.
Scheiße, verdammt. Hot Pursuit wollen wir fahren. Events, Hot Pursuit. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Routineverhaftung. Da kam ich schon spannend, weil da stand verhaftet den Racer. Das ist, die hieß hier hin, dieser, das Ding ist hier hinter, so passiert. Verdächtige fahren Rennen entlang Lagoon Trail. Verfolgung. Drei sind wir holen. Und das ohne. Während des Rennens alle 1044er zu verhaften. Ah, in dem Moment kommt genau noch einer rausgezogen. Zentrale, die Verkehr ist ein 1042. Alle Einheiten, Racer verschwören absichtlich öffentliches Eigentum. Aktualisiere MDC. Gehe auf Tuchfüllung mit 1044. Verdächtiger gezwungen, letzter Einsatz. Komm her, Freundchen. Das krieg ich noch. Oh, der hat noch einen mitbekommen. So, der eine, der kriegt jetzt auch einen mit, dann ist er nämlich auch down. Erste. Verhaftung abgeschlossen. Punkt für die Guten. 10-4, verhaftet. Restliche Verdächtige weiterverfolgt. Geflüchteter Racer gefunden. Verfolgung läuft. Scheiße, ich hab's erwischt. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Wer ist weg? So, jetzt wird mir der Heiden hier noch. Der hat auf jeden Fall gesessen, den Schlag. So, jetzt haben wir noch 3,6 Kilometer Zeit für das bisschen. Und weh, du kommst mir jetzt durch das Ding durch. Das war mir fast klar. Wenn du mal dran bist, dann muss ich. Ja, jetzt ist er weg. Scheiße. Was war's? Der Brand ist vorbei, Zentrale. Roger, alle Zielfahrzeuge wurden gefasst. Räumdienst ist auf dem Weg. So. GPS, nächste Kommandopasten.
Und dann haben wir das Thema auch gegessen. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1054. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Was werden wir noch bekommen? Mit die Speedpoints. Gut. Die Regeln gelten nicht mehr. So, was haben wir jetzt hier noch? Sehe ich es nicht tun. Zweck wegzulaufen. Nochmal, das ist einfacher. So. Aber jetzt kann ich also nicht wieder ein Auto wechseln. Die Autos durch. Okay. Ich guck mal gerade, wann wir was Schönes haben. Nehmen wir den Porsche Carrera GT als Undercover-Wagen. Verfolgungstechnologie. Warte mal. Verfolgungstechnologie, genau. Was war das jetzt? Ah, nur Nitro. Okay, nichts Wichtiges. Helikopter. Nehmen wir mal Helikopter mit. Wir haben ja genug. So, jetzt brauche ich nur. Jetzt nehme ich mal EMP mit. Habe ich eine Schockramme, warte mal. Doch, wir nehmen die Schockramme. Das ist mir am einfachsten. Schockramme Stufe 3 nehmen wir mit. Haben wir eine Stufe 4 noch tatsächlich oder so? Nö, okay. Egal. Gut, passt das doch. Dann gehen wir mal auf Racerjagd. 6 Nitros Light Seitenslams und 5 Racer mit Verfolgungstechnologie. Das kriegen wir hin. Dann fahren wir hinter ein Hauptpursuit auf jeden Fall. Schade, das brauche ich jetzt gerade nicht. Aber hier haben wir schönes Interceptor. Ich brauche mal das Pursuit. Ah, hier oben sind wieder Racer unterwegs. Mal das Ding. So, dann geht's weiter.
Alles gut. 44 in Sicht, unterwegs auf Basebound Drive. Kümmere mich um Festnahme. Habe verstanden. Wir sind 5 Stück insgesamt. Seht euch das an, der Typ ist außer Kontrolle. Guck mal, fliegen wir. Scheiße, ich hab doch kein Programm. Wobei der gerade glaube ich, den Abflug gemacht hat. So. Eieiei, das war eine. Die meinen es gerade ernst, Jungs. Der erste ist schon weg. So, jetzt muss ich die Seitenstamps noch machen. Dann ist das Video soweit abgearbeitet. Und die Folge zu Ende. Aua. Ich geh mal ein bisschen auf die Bremse, weil... Ich brauche ein bisschen Nitro. Ich bleibe am verdächtigen Treffen, weiter Code 3. Control, C44 verteidigt sich mit... Leck mich doch! Bleib auf Code 3. Hör mal, jetzt geht's mir irgendwo. Jetzt fang ich mir gerade mich an, zu ärgern. Zentrale setzt Verfolgung vorn und vorne Helikopter an. Code 3. Delta Racer protokolliert. Restliche Verdächtige weiter verfolgen. Der 14 an alle... Die Jungs meine ich so mittlerweile auch verdammt ernst. Warum nur 3 Nitros zu einsetzen sind? Dann brauche ich mal eine scheiß Garage, damit ich weiterkomme. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Control-Verdächtiger versucht sich abzusetzen, bin noch dran. Ein Racer ist außer Gefecht. Verhaftung aufgenommen und bestätigt. Einsatz fortsetzen und restliche Ziele verhaften. Nein, ist auf jeden Fall schon mal weg. Ich brauche dringend eine scheiß Werkstatt, ey. Ich habe ja 3 Stück schon verhaftet. Scheiße, weil dieser scheiß Zivilwagen da noch rumstand. Ich bin tot. Scheiße. Den habe ich schon noch geholt. Ach, ist das ärgerlich. So. Ja, gleich. Na gut, nochmal 6 Seitenslams. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. 3 oder so. Probieren wir es nochmal. So schwer soll es doch nicht sein. Wie viel wir holen müssen, ist ja scheißegal diesmal. So, wir spielen natürlich nochmal mit dem Heli. Oh Mann, ey, mach doch deine scheiß Karre da weg, ey. Vier. Zwei Stück brauchen wir noch. Der Racer gibt richtig Gas. Bleibe auf Code 3. 1 mit dem 6 schließt sich an. Zeigen wir den Racern ihre Grenzen auf.
Ja, genau, Alter. Ich gehöre zu euch, ihr Vollpfosten. Der Racer gibt richtig Gas. Bleibe auf Kurs rein. Kontrolle, verfolge diese Ratten immer noch. Benötige Helikopter. Kurs rein. 1037 Anforderung verstanden. Einheit im Anflug. Wir haben Sichtkontakt zum Racer. Reifenpfanne behoben. Bin wieder im Rennen. So, der hat so viel Feuer noch einmal mitgegeben. Das heißt, wir haben auf die 5. Aber eine 1044 attackiert. Abgeschlossen. Verschwinde mal. So, ich war das euch jetzt ein Scheiß hier. Jagd, die haben mich direkt mit. Aber egal, wir haben die Speedtests abgeschlossen. Das ist das Wichtigste. So, geschafft. Das Wichtigste. Rang erhöht und alles drum und dran. Technologie. War jetzt Auto und gib ihm. Zeit, Ihnen zu zeigen, was ich drauf habe. Ach, 100.000 in der einzigen Session. Auch das kriegen wir locker hin. Aber nicht jetzt. Geladen und entsichert. In dem Lader-Coverwagen. Einsatzbereit. Ja, aber das tun wir dann in der nächsten Folge dann.